In der Nähe des Familienteiches betreibt Sohn Lukas in Kooperation mit Sohn Matteo ein Bergwerk. Bereits vor einem Jahr fiel mir auf, dass die eingesetzten Loren offenbar vom ehemaligen Uranebergbaukombinat Wismut stammten. Mir wuchs ein ungeheuerlich erscheinender Gedanke. Konnte es sein, dass Lukas insgeheim hinter dem Rücken seiner Eltern hier wie zu DDR-Zeiten weiter Uran abbaut? In der DDR war der Uranabbau für sowjetische Atombomben und Kraftwerke durch die Geheimdienste KGB und Stasi streng abgeschirmt. Warum verschließt Lukas immer sorgsam das Bergwerk, sodass wir keinen Einblick gewinnen konnten? Bauen etwa dort wieder russische Bergwerker Uran ab und die Russen bezahlen Lukas mit historischen Motorrädern? Von seinem Taschengeld konnte doch Lukas sicher seine top restaurierten Räder nicht finanzieren. Hinter den Blumen verborgen fand ich einen passenden Moment. Die Dampflok stand alleine vor dem Haus. Offenbar speisten die Bärs zu Mittag. Ich beschloss, das Geheimnis zu lüften. Hatte ich mich in einem Bergmannswagen versteckt, bestieg Lukas die Lok. Wohin würde uns die Reise führen? Offenbar hatte Lukas angehalten, um eine Weiche zu stellen. Und wir fuhren direkt in die Höhle des Löwen, das Bergwerk. Nicht zu fassen. Es handelte sich wirklich um ein komplett ausgestattetes Bergwerk. Was für Mysterien mochte es verbergen? Vorsichtig entstieg ich dem Wagen. Nur kein Geräusch verursachen, sonst konnte es um mich geschehen sein. Presslufthämmer. Das verhieß nichts Gutes. Schnell bewegte ich mich zurück hinter die bleischweren Vorhänge, die womöglich die Außenwelt gegen die atomare Strahlung abschirmen sollten. Da! Ich konnte es nicht fassen. Der eine Bergmann trug das Zeichen für Radioaktivität auf den Rücken. Das war der uranklare Beweis. Hier strahlte es. Und war nicht das Aufflackern der Leuchte in der Mitte des Radioaktivzeichens das Signal, dass die Arbeiter ihre täglich zulässige Strahlendosis erreicht hatten und jetzt schnell die Grube verlassen sollten? Zum Eingang hinein. Von hier drohte vorerst keine Gefahr. Moment, das war doch Lukas. Also doch, der Juniorchef persönlich fasst an beim Uranverladen in die Loren. Wenn das der Daniel wüsste. Oder war der Vater womöglich auch in die Konspiration eingeweiht? Feierabend. Das bedeutete Gefahr. Ganz eng wickelte ich mich in den Bleivorhang ein. Lukas zog den Zug aus dem Stollen. Jetzt war nur noch sein Kumpan in der Grube. Ich musste es nochmal versuchen, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.
Drahtseil angespannten Nerven schlich ich nach vorne. Doch dann geschah es. Hallo, wer sind Sie? Oh, können wir Interview machen? Nein, privat. Pressefreiheit, Lever, ja? Presse, Lever. Prasa. Du, kann ich hier mal gucken, ja? Nein, privat. Privat. Wie, was? Privat. Nichts privat, Presse, frag. So wie das geht Sie nicht an. Wie, aber... Das geht Sie nicht an. Interview. Nein. Na, raus. Ah, Mir wurde schwarz vor den Augen, die Sinne entschwanden. War ich aus Versehen gestolpert? War ich übermüdet und hatte Halluzinationen? Oder war ich womöglich das Opfer eines prügelnden russischen Uranbergmanns vom KGB geworden? Außer Gefecht gesetzt blieb das finstere Geheimnis des Bergwerks erst einmal weiter ungelöst.